Es juckt, es schmerzt und brennt. Ein Stich oder ein Biss, irgendwas muss dich da gestochen haben. Aber was genau? Wenn der Übeltäter schon über alle Berge ist, lässt sich meist schwer erraten, welches Insekt sich erdreistet hat, einem Blut zu stehlen. Deshalb haben wir euch einen kleinen Guide vorbereitet, anhand dessen ihr herausfinden könnt, was euch da gestochen hat. Los geht's! Nummer 8. Hornissen. Wir hoffen zwar nicht, dass ihr irgendwann Bekanntschaft mit einer Hornisse macht, doch manchmal verirrt sich ein solches Insekt doch in menschliche Nähe. Der Stich einer Hornisse verursacht nicht nur eine ziemliche Schwellung, sondern auch eine Rötung. Es können sich sogar kleine Brandblasen auf der Haut bilden. Bei einem Hornissenstich ist zudem wirklich Vorsicht geboten, denn das Gift ist relativ stark und verursacht beim Opfer meistens Schmerzen. Sollte sich derjenige zudem schwach fühlen und kalte Glieder bekommen, blaue Ohren und Lippen kriegen oder Probleme beim Atmen bekommen, solltet ihr sofort einen Arzt aufsuchen, denn damit ist nicht zu spaßen. Nummer 7. Bienen und Wespen. Solltet ihr von einer Biene gestochen worden sein, dann erkennt ihr das meistens an dem Stachel, der noch in der Haut steckt. Genau das ist nämlich allzu oft die Todesursache der Biene, die sich beim Versuch, den Stachel wieder aus der Haut zu ziehen, den gesamten Hinterleib abreißt und an der Wunde stirbt. Ihr solltet den Stachel auf jeden Fall so schnell wie möglich entfernen. Beim Stich einer Biene schwillt die Haut dann und errötet. Die meisten fühlen dabei einen brennenden, intensiven Schmerz. Kurz darauf folgt ein schlimmer Juckreiz. Sollte man nicht allergisch sein, ist es damit aber auch schon beendet. Allergiker könnten jedoch Atemprobleme bekommen, welche auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Der Stich einer Wespe fühlt sich übrigens sehr vergleichbar an. Allerdings besitzt diese die Fähigkeit, ihren Stachel mehrfach zu verwenden. Deswegen werdet ihr bei einem Wespenstich keinen Stachel in der Haut vorfinden. Weiter geht's mit der Nummer 6. Zecken. Kein Wunder, dass so oft vor Zecken gewarnt wird, denn ihre Bisse bergen größere Gefahren, als man denken mag. Steckt die Zecke noch in der Haut, ist der Übeltäter natürlich leicht zu erkennen. Manchmal hat sie sich aber bereits vom Körper gelöst und dann kann es sogar sein, dass man den Stich gar nicht bemerkt. Die betroffene Stelle ist dann leicht gerötet und wird oft mit einem Mückenstich verwechselt. Juckreiz verspürt man dabei aber nicht immer. Leider können Zecken einen mit Krankheiten wie zum Beispiel Borreliose oder Enzephalitis infizieren, was ihren Stich nicht gerade ungefährlich macht. Ist die Zecke noch am Körper, sollte sie so schnell wie möglich entfernt werden. Am besten mit einem Spezialwerkzeug wie einer Zecken. Karte. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 5. Läuse. Wer schon mal Läuse hatte, der kann bezeugen, dass es nicht besonders schwer ist, ihren Besuch zu erkennen. Es juckt ständig am Kopf, den Ohren und im Nacken. Es will gar nicht mehr aufhören. Leider fällt es aber meistens nicht direkt auf, denn es juckt halt schon mal irgendwo. Erst wenn es zahlreiche Läuse auf deinen Kopf zwischen deine Haare geschafft haben, ist der Juckreiz ein ganz anderer als gewöhnlich. Schaut man sich die Kopfhaut dann an, wird man kleinrote Punkte erkennen, die sich überall verteilen. In den meisten Fällen lässt es sich aber vor allem an den Läusen selbst erkennen. Die kleben nämlich noch in den Haaren oder auf der Kopfhaut. Sie loszuwerden ist ziemlich mühsam, aber mit modernen Produkten nicht mehr unmöglich. Und die Nummer 4. Ameisen. Die meisten Ameisen sind für den Menschen ungefährlich. Die rote Feuerameise hat es aber in sich und kann einem ziemliche Schwierigkeiten bereiten. An den Stellen des Bisses bilden sich Pusteln, die dann später sogar vernarben. Das Gift der Ameise enthält Stoffe, die schnell zu allergischen Reaktionen führen können, bis hin zum anaphylaktischen Schock. Der Biss einer normalen Ameise, wie man sie manchmal im Garten oder Haus anfindet, ist sehr viel weniger gefährlich. Die Bisse sehen einem Mückenstich sehr ähnlich, allerdings erscheint ein pinker Punkt an der Bissstelle, der ziemlich lange zu sehen ist. Zum Zeitpunkt des Stichs fühlt man einen brennenden Schmerz, als würde einem kochendes Wasser über die Haut gekippt. Keine schöne Vorstellung, würde ich mal sagen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. Bremsen. Der Bremse kann man tatsächlich häufiger begegnen, als einem lieb ist. Vor allem Hundehalter werden wissen, dass sich diese Insekten gerne an regnerischen Tagen im feuchten Nass der Wälder und Wiesen aufhalten. Sie sehen aus wie eine große Fliege, haben aber einen etwas länger gestreckten Körper und können ganz schön kräftig zubeißen. Zuerst ist bloß ein kleiner roter Punkt zu sehen, dann schwillt das Areal an und der Juckreiz löst aus. Der Biss selbst ist allerdings schon schmerzhaft genug. Zudem können Bremsen durch ihren Biss Milzbrand, die Walsche Krankheit oder auch Tularemie übertragen. Zum Glück sind wir Menschen aber nicht die bevorzugte Beute der Viecher. Sie setzen nämlich eigentlich lieber auf Vieh. Nummer 2. Bettwanzen. Sind Bettwanzen eigentlich bloß ein Gerücht? Kennt ihr tatsächlich irgendwen, der schon mal von einer gebissen wurde? Wenn ihr zufälligerweise der Erste in eurem Bekanntenkreis seid, dann werdet ihr es an folgenden Merkmalen erkennen, denn es gibt sie wirklich, die Bettwanze. Allerdings häufiger in Urlaubsländern, vor allem bei mangelnder Hygiene rund ums Bett. Sie sind nachtaktiv, denn die Wärme, der Geruch und Atem des menschlichen Körpers lockt sie hervor. Die Bisse sind zwar schmerzhafter als Mückenstiche, werden jedoch selten bemerkt, da sie einen nicht aus dem Schlaf reißen. Man erkennt sie am nächsten Morgen
aber gut, denn es sind mehrere in einer Reihe liegende rote Stellen, meist an unbedeckten Körperteilen wie den Beinen oder Armen. Es kann jedoch schwer sein, sie direkt von Flohbissen zu unterscheiden. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, Flöhe. Damit ihr also nicht ratlos eure Haut betrachten müsst, kommen wir zum kleinen Floh. Der kann nämlich auch ganz schön fiese Spuren hinterlassen. Ähnlich wie bei den Bettwanzen sind die Bisse in Gruppen oder Straßen auf der Haut zu sehen. Aber Flohbisse jucken im Gegensatz zu den Werken der Bettwanzen. Außerdem verursachen sie teilweise sogenannte Pappeln. Das sind Verdickungen an den betroffenen Hautstellen, meistens ungefähr so groß wie eine Erbse. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass man von Flöhen attackiert wird. Vor allem, wenn man keine Haustiere hält. Diese transportieren die Übeltäter nämlich ins Haus, wo sie dann auf den Menschen übertragen werden. Na lecker. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein Video anschauen, in dem Menschen Vogelspinnen und andere Insekten essen. Wenn ihr euch traut, klickt doch einfach mal drauf. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht beißen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.